Jo Leute, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's gut. Heute sind wir hier in der Motorworld in Köln unterwegs und schauen uns mal hier die ganzen schicken Kfz. Hier stehen noch richtig viele Formel 1 Autos von Michael Schumacher rum und zwischendrin noch so ein schicker Cinquecento. Aber naja, der interessiert uns heute nicht so. Wir sind nämlich hier heute bei Arthur Bechtel eingeladen bei der Eröffnungsfeier und der ist nämlich auf Mercedes und Porsche spezialisiert und da schauen wir uns dann diverse alte Oldtimer an. Mal gucken, was der so schickes rumstehen hat. Aber jetzt schauen wir uns erstmal hier so ein bisschen um. So, jetzt haben wir hier auch einen Motor aus einem Formel 1 Auto, nämlich einen V10 Motor von Ferrari mit knapp 3 Litern Hubraum, der 770 PS leistet. Und was hier auch richtig besonders ist, schaut euch das mal an. Also wenn der ansaugt, sieht man so richtig, wie der Kraftstoffnebel hier so reingesogen wird in die Ansaugung. Aber eigentlich ziemlich cooler Motor, 770 PS und das Ding schreit auch. Ich glaube, der dreht so, ich habe 18.000 Umdrehungen. So was gibt es heutzutage einfach nicht mehr. Hybrid, V6, Turbo. Aber es ist ja der Fortschritt. Ist ja nichts Schlechtes. So, jetzt sind wir hier bei Arthur Bechtel angekommen und ich muss schon sagen, ich finde das ein oder andere schicke Kfz drum, natürlich alles in Oldtimer, alles in wirklich Top-Zustand, aber ich würde mal sagen, wir schauen uns das alles mal zusammen an. So, jetzt haben wir hier zum Beispiel einen 320 Cabriolet B und schaut euch einfach mal den Innenraum an, einfach zu sick. Einfach irgendwie ist hier alles Zustandsnote 1, kann man auch nichts sagen. Schaut euch die Autos einfach mal an. Hier zum Beispiel ist auch noch ein 190 SL, quasi der kleine Bruder zum 300 SL, hat auch nur einen Vierzylinder, 109 PS, aber in so einem Roadster, das passt auch einfach. Schaut ihn euch einfach mal an, auch der Innenraum, schaut euch vor allem mal den netten Schaltknüppel an, das sieht richtig süß einfach nur aus. Und hier oben hängt auch noch ein 190 SL in Rot. Und da kann man mal drunter gucken, schauen wir uns mal so ein Ding von unten an, wie das so aussieht. Vor allem die damalige Technik, die war auch schon ein bisschen anders. Guck mal hier, vor allem eine Sache ist hier ziemlich besonders. Wenn ihr mal schaut, der Unterboden ist eigentlich komplett clean. Was eigentlich heute mit heutigen, zum Beispiel, wenn wir jetzt einen M4 oder sowas oder einen C63 haben, bei solchen Autos ja auch alles zugebaut. Hier ist alles ohne Abdeckung einfach so zu. Und schaut euch vor allem mal die Hinterachse an. So, und die Besonderheit, die an der Achse ist, nämlich, dass die in der Mitte hier geteilt ist, könnt ihr hier auch mal schauen. Und oben ist nämlich dann eine Feder verbaut und es wurde nämlich damals beim Ponton Mercedes eingeführt. Das Ganze nennt sich Pendelachse und war damals so die neueste Neuigkeit hier in der Hinterachstechnologie, aber durch heutzutage völlig überholt. So, wir haben ja auch nicht nur Mercedes rumstehen, wir haben ja zum Beispiel auch einen Jaguar XK150, aber jetzt schauen wir uns mal das Auto an, was ich hier persönlich am meisten feiere, nämlich ein W108, nämlich ein S-Klasse Coupé aus den 60ern und zwar sogar den ganz besonderen, nämlich den Flachkühler. Wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, zeichnet sich ja natürlich durch diesen Flachkühler aus, natürlich auch, ihr kennt wie beim CL, keine B-Säule, Junge, geht nur ab, nämlich das ist nämlich ein 280 SE 3.5, also die größte Version, in der es den W108 gab. Nämlich ein 3,5 Liter V8 Motor, der M116, wenn ich mich recht entsinne. Und der hat aber zwar nur 200 PS, aber wirklich ein Traum, dieser Wagen. Aber ich glaube, ein Traum, den ich mir nie erfüllen könnte. Aber schreibt mir mal in die Kommentare, was habt ihr von diesen ganzen Autos? Feiert ihr es mal, wenn ich solche Oldtimer-Videos mache? Oder denkt ihr, nee, ich zeig mal wieder ein Lambo oder Aventador? Da hinten ist auch ein paar rum, habt ihr wahrscheinlich schon vorhin gesehen. Aber schreibt es mir mal in die Kommentare, checkt mal Instagram in der Beschreibung. Das war's heute mit diesem Video.